Und jetzt sind wir bei der Feuerwehr Pfaffenhofen an der Ilm. Jawohl, an der Ilm, südlich von München. Wie heißt du? Adrian Schratt. Wie lange bist du schon Feuerwehrmann? Ich bin Feuerwehrmann seit 1998, mache jetzt den Sport seit 6 Jahren. Wie man sieht, auch sehr, sehr gut, denn du hast gerade die magischen 2 Minuten geknackt. Jawohl, das war auch das Ziel. Wollte ich erreichen. Ist das ganz normal, die 2 Minuten zu schaffen, oder war das schon was Besonderes? Ja, das ist sicher nicht normal, aber ich habe es letztes Jahr schon geschafft und darum möchte ich da auch bleiben. Was setzt man sich an für Ziele, wenn man die 2 Minuten geschafft hat? Was will man dann erreichen? Das ist eine gute Frage. Früher habe ich gesagt, wenn ich die 2 Minuten knack, höre ich auf und spiele Schach. Schau ich mal, die 1,50 knacken. Dann geht es aber gegen Garry Kasparov. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Schachweltmeister heißt, aber sicherlich körperlich nicht ganz so anstrengend. Man braucht gutes Sitzfleisch beim Schach. Außer beim Feuerwehrmann ist es ein bisschen anders. Was braucht man hier? Hier braucht man Kraft, gewisse Grundlagenausdauer und Durchhaltewillen. Und wie lange muss man dafür trainieren? Wie gesagt, ich mache das jetzt seit mehreren Jahren und trainiere 1 bis 2 Mal in der Woche. Okay, das haben wir ja schon gesehen mit 5 bis 6 Mal. Also wenn es 1 bis 2 Mal reicht, um die 2 Minuten zu knacken, ist ja super. Ja. Du bist Berufsfeuerwehrmann oder bist du bei der Freiwilligen Feuerwehr? Ich bin bei der Freiwilligen Feuerwehr. Also ich muss das Training zu meinem Beruf dazu noch irgendwie integrieren. Darum wird mehr wie 2 Mal in der Woche gebe ich. Und wie kommt man zur Freiwilligen Feuerwehr? Wie schafft man das? Zur Freiwilligen Feuerwehr? Ja, jede Ortschaft hat eine Freiwillige Feuerwehr. Einfach hingehen und sagen, grüß Gott, hier bin ich. Und dann wird man sofort genommen? Ja, dann wird man meistens eine Ausbildung verpasst bekommen und kann dann nach einem Jahr ungefähr im Einsatzdienst mitmachen. Und wie kommt man da drauf, Feuerwehrmann zu werden, neben seinen sonstigen beruflichen und privaten Verpflichtungen, die man sonst so hat? Ja, ich bin mit 16 über einen Freund dazugekommen. Der war in der Jugendgruppe. Da bin ich mitgegangen, es hat mir gut gefallen und bin ich da geblieben. Warum soll man unbedingt mal bei so einem Event hier dabei gewesen sein? Was ist das Spannende? Warum bist du schon so lange dabei? Ich bin so lange dabei, weil ich eigentlich immer besser geworden bin. Eigentlich wollte ich es nur einmal machen. Da war ich da schon beim ersten Mal vergleichsweise schnell. Und jedes Mal, wo ich wieder mitgemacht habe, bin ich immer schneller geworden. Darum bin ich noch dabei. Beim nächsten Mal noch schneller? Beim nächsten Mal noch schneller. Dann wünsche ich noch viel Erfolg beim nächsten Mal. Bis bald. Ja, danke schön. Bis bald.